Schuh. Wo ist er hin? War er nicht gerade noch hier? Ich werde sie finden. Ganz ehrlich, ich laufe da nicht hin. Was ist das? Was heißt das? Nein! Ja. Das ist ein mieses Monsterviech, du. Meine Fresse. Nee, komm, wir gehen raus. Wir müssen ja was tun. Es wäre ja meine Schuld, wenn ich da nichts mache. Also, nein, nein, dann machen wir schon mal. Komm hier. Fliegen kann ich nicht. Im Grunde nur die Minigun. Die anderen Knarren kann ich zwar auch benutzen, aber das bringt mir nicht so viel bei dem Anzug. Aber das Viech hat ja schon ein bisschen was von seiner Bumskraft verloren. Der war ja nicht mehr voll. Genau, deswegen. Also, Ah, der lädt aber auch 7 Tage, oder? Und die Tür war ja rot. Sonst ist auch immer alles grün. Aber das lädt noch, läuft noch, oder? Das Spiel. Oder ist das jetzt abgestürzt? Tatsächlich bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich mach mal kurz neu laden. Oh, da sieht man mein Bildschirm. Auch macht doch nichts. Ah! Jetzt ist der Waffenmeister auch mal wieder rausgegangen. Okay. Das Viech da hinten. Ja, ich pumpe nicht voll. Ja. Ja, Wuffi. Da ist böse. Ah, dieser Fixer. 9 Kugeln für nix.
Ja, jetzt ist er halb tot, ne? Okay. Wie viele habe ich denn? Ach, Skills. Aha. Aha. Einen kann ich noch auswählen, okay. Abschließen. Aha. Habe jetzt mal die Wahrnehmung ein bisschen verbessert. Gott, ich komme da nicht drum rum. Entweder es klappt oder nicht. Come on! Niemand verletzt mein Dog, Bitch! Stimpak? Wie kann ich denn jetzt mit dem Stimpak machen? Benutze ein Stimpak, um ihn zu heilen, ja. Habe ich ihn jetzt geheilt? Boah, was für ein mieses Riesenviech. Bist du jetzt wieder? Aufgepasst. Geht's dir gut? Warte da. Komm schon. Wieso? Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Schnapp dir was Nützliches. Okay. Wie geht's dir, Kumpel? Geht's gut? Na süß. Okay. Ich überlege gerade, sollen wir die erstmal alle hier jetzt, ne? Looten oder später? Also die haben wir schon alle hier gelootet. Ach, machen wir nachher. Ja, da steht gerade jemand auf mich. Naja. Naja. So. 7 Jahre später, 20 Tode. Später hat es dann doch geklappt. Aber echt nicht so geil. Was willst du noch schon machen? Ich schwöre, ich baller dich weg. Das war wirklich erstaunlich.
Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Okay. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, sicher als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Fusionszelle Kronkorken. Was jetzt? Ich habe nicht wegen Geld geholfen, aber egal. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde. Die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Sanctuary? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Na, erstmal. Wo ist es? Bitte sag mir, wo er ist. Gott, ich muss meinen Sohn finden. Nicht sehen, nicht klar, aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth, Diamond City, die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, aber Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Okay. Irgendwann sterben wir alle. Wir müssen weiter. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser Keine neuer Sorge. Freund ich bring diese Leute nach Sanctuary. Also Mister? Alles klar? Also, hey, Sturges. Wir schulst es sicher raus. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt. Du meinst, sie bekomme ich so nicht drauf. Leck mich doch am Arsch. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer, alles klar. Wir können spannend euch alle machen. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also mal. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal raus. Wir kommen zu mir nach Sanctuary. Ich muss nämlich auch erstmal dahin. Ich will jetzt da erstmal ein bisschen was machen, bevor ich in Diamond City gehe. Ich bin ja sowieso schon so gut wie voll. Ich schraube die Leute eben aus. Bis jetzt hat noch nichts geklingelt. Das wird schon. So, machen wir gleich weiter. Ganz entspannt, Freunde. So, okay. So, Maschinchen ist nice hier. Ja, der Chor ist nicht mehr ganz so voll. So, jetzt wollen wir hier looten. Mach nackisch die Sau. Was war das denn? Irgendwo gegen getreten wieder. Keine Ahnung. Wo ich gegengehauen habe. Düngemittel. Ey, Düngen? Heißt das Pflanzen und so? Ja, da muss auch die Scheiße wieder rausdrücken können. Ja, man durchsucht jetzt einfach alles. Alles, was einen Sinn ergeben könnte oder ergibt. Und auch nicht, ist scheißegal. Ja, nach oben gehen wir auch. Wir gehen hier überall hin.
Hallo, Osu. Ich wollte gerade sagen, hallo. Aber wenn da nichts lebt, dann kann man ja auch so nichts Hallo sagen, ne? So, der Vader ist tot. Oh. Sehr schön. Champs und so ein Scheiß, keine Ahnung. Ist irgendwie ganz woanders rausgekommen? Kann das sein? Keine Ahnung, ist merkwürdig gerade. Bisschen komisch. Die war noch auf diesem Dach. Na egal. Laufen wir mal ein bisschen weiter. Aha, Asche zu Asche. Und Staub zu Staub. So, da haben wir nämlich ein paar zu Asche verwandelt. Okay. Passiert nichts. Okay. Super Aktivierung. Nicht? Muss man ja mal sagen. Nächste Raiderin. Ist eigentlich eine Rinnen, weil sie ist ja weiblich. Was ist das hier? Warum denn jetzt so langsam unterwegs? Kann ich ein bisschen schneller gehen? Boah, Dicker! Warum ist er denn so scheiße langsam? Ich weiß nicht, warum das das Ding jetzt hier. Versteckt laufen wir ja nicht, wir können ja normal laufen. Ich weiß nicht, warum er so langsam ist. Ne, mein Kleiner? Weiß ich auch nicht, ne? Aha! Bruder! Hallo? Position halten. Und los. Aha. Abbrechen. Eigentlich müsste er auch das noch mitnehmen können. Deswegen sind wir so langsam. Oh, nee, abbrechen. Munition und Waffen behalten wir mal. Halt, stopp. Aufgepasst. Ja, sagst du zwar, aber er nimmt ja noch ein paar Sachen mit. Aha, siehst du, Munition und Waffen. Ich habe einfach zu viel dabei. Dann futtern wir doch einmal mal ein bisschen was. Hundchen so, ne? Ist wie verarscht.
Ja, siehst du. Dann können wir jetzt wenigstens. Ja, der will, dass ich in die Stadt latsche. Bin mir sicher. Der will, ja genau. Geh zu Prestville in Sanctuary. Okay, dann laufen wir mal dahin. Bum, 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 bum. Laufen wir mal wieder zurück. Ich dachte, mit dem Ding kann ich wenigstens mehr mitnehmen, aber irgendwie auch nicht. Scheiße. Der Fusionskern deiner Pause. Ah, da unten steht Chor. Ich muss noch zwei Sachen rausschmeißen, okay. Immer noch nicht. Meine Fresse. Na, geht doch. Ja, alles wegschmeißen. Ja, ich laufe jetzt erstmal wieder zurück, weil der Fusionskern ist ja eh gleich Opa. Ich bin voll, mein Hund ist voll. Kommen wir erstmal dazu, zurückzulaufen. Wuffi, wuffi, wuff. So ein süßer Hosenscheißer. Ach, da ist auch eine Kochstation. Willst du mich verarschen? Nimm jetzt mal eine Waffe, die 10 mm. Dicker, die Waffe geht nicht mal. Hundi, geht's gut? Ich hoffe es. Ja, Munition macht nichts aus. Scheiße. Ne! Wo ist der Hosenscheißer denn? Hä? Zum Forschen? Ach, der ist noch nicht mal hier! Ha! Ein weiterer Tag im Commonwealth. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Das ist mein Zuhause. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ist irgendwie seltsam, wieder hier zu sein. Was meinst du damit? Hast du hier mal gelebt, oder was? Ja, vor dem Krieg. Bevor alles zerstört wurde. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ach komm. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Aber lebt er noch? Du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist.
Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Was für eine Hilfe, ja. Was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ja, gut. Oh, du Pimmellutscher. Halt, stopp, wo gehe ich jetzt hin? Ah, okay, ich wollte erstmal ins Dorf. Mein Chor ist nämlich schwach. Ich wollte hier nicht mehr mit einem schwachen Chor anfangen, ne, die Welt zu retten. Wollen wir verarschen, oder? Muss er noch ein bisschen weiter. Hallo. Oh, eine Katze kratzt an der Tür, die will hier rein, die will zu mir. Doch, ich sag, nö, 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 nö. Ich hoffe, ich schaff's noch. Oh, Hündchen. Super Hündchen. So, Transfer. Was kann ich denn da transferieren? Warum sind denn die Sachen hier und nicht bei mir? Hey Mama, wie geht's dir so? Sehr gut. Es ist schön, sich niederzulassen, wenn man so lange unterwegs war. Ach ja? Warst du auf der Flucht, als du jünger warst? Na, so. Ich muss also, ich bin noch nicht so weit. Ich check das noch nicht immer. Ich check das noch nicht so alles ganz genau, aber ich stecke das mal aus. So. Wo ist denn hier der? Wo ist denn der Macker?